Hallo liebe Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Diesmal geht es um Mr. Summers und das Kaninchen. Dieses kleine Büchlein hier, das habe ich aus dem Secondhand-Laden. Da habe ich schon öfters mal Bücher geholt gehabt, zum Beispiel die Bücher von Hans-Georg Noack und Sanne von Willem Captain oder wie auch immer er ausgesprochen wird. Und ja, dort habe ich dann auch dieses Buch hierher. Ich gebe gerne mal Bücher eine Chance, die irgendwo in der Krabbelkiste rumliegen und von denen ich vorher noch nie was gehört habe. Und ihr wahrscheinlich auch nicht. Und meistens sind da wirkliche Perlen dabei und so war es auch dieses Mal, muss ich sagen. Ja, Mr. Summers und das Kaninchen von Walker Hamilton. Da, man sieht es. Es war scheinbar sein Debütroman. Zumindest steht es so hinten drauf. Und also für ein Debütroman, da muss man da nochmal, also da in die Hände klatschen, ganz einfach, weil es war wirklich ein sehr berührendes Buch. Und wenn man jetzt bedenkt, dass es sein erster Roman war, ich kenne sonst nichts von ihm, ich habe von dem Autor noch nie was gehört. Und dafür war es wirklich noch besser. Also ich fand das Buch wirklich sehr, sehr gut. Wenn ich jetzt aber bedenke, dass es der Debütroman dieses Autors war, finde ich es noch besser, als es eigentlich war. Muss ich sagen. Ja, in Mr. Summers und das Kaninchen geht es um Bobby. Bobby ist unser Ich-Erzähler und Bobby ist geistig zurückgeblieben. Er ist 31 Jahre alt und seine Mutter hatte einen großen Laden, also ein großes Kaufhaus mit verschiedenen Läden darin oder verschiedene Abteilungen, ganz genau sicher bin ich mir jetzt nicht. Aber seine Mutter ist gestorben und sein Stiefvater kümmert sich jetzt gewissermaßen um ihn, also wenn man es so nennen kann. Bobby wird zu Hause eingesperrt und überwacht von dem Fetten. Anders bezeichnet er den Mann nicht, der den seine Mutter geheiratet hatte. Also in dem ganzen Buch erfahren wir seinen Namen überhaupt nicht, sondern er heißt nur der Fette. Ja, und Bobby wird tyrannisiert von ihm. Also er wird nicht nur eingeschlossen und überwacht, sondern es ist so, dass der Fette Bobbys Unterschrift dafür braucht, dass der Laden dann hundertprozentig ihm gehört. Also er ist jetzt der Manager des Ladens, aber es gehört ihm noch nicht. Er darf den Namen nicht ändern, der draußen dran steht. Also wie hieß Bobby eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Muss ich mal kurz nachgucken. Platt. Genau, Platt. Und so heißt dann auch das, das Einkaufszentrum, das seiner Mutter gehört hat. Und der Fette kann den Namen nicht ändern, solange er die Unterschrift von Bobby nicht hat. Und Bobby kann sich bisher aber sehr gut dagegen wehren. Also der Fette kann ihm halt nicht wirklich was tun. Er darf sich nicht zu Schulden kommen lassen, sonst ist das Geschäft noch in weiterer Ferne. Ja, eines Tages ergreift Bobby dann die Flucht. Und wird dann als erst zu Fuß unterwegs und hält dann an einem Rastplatz an, wird dort dann mitgenommen von einem LKW-Fahrer und dann von einem weiteren LKW-Fahrer. Und dieser LKW-Fahrer überfährt an einer Stelle der Straße ein kleines Kaninchen. Er grinst dabei. Bobby kann nicht verstehen, wieso er grinst. Und ja, der LKW hat dann aber einen Unfall. Und ja, in der Nähe dieses Kaninchens trifft Bobby dann auf Mr. Summers. Und Mr. Summers nimmt Bobby gewissermaßen auf. Er gibt ihm Arbeit. Mr. Summers Arbeit besteht darin, Tiere zu begraben, die von Autos überfahren wurden. Ja. Genau. Also ziehen Mr. Summers und Bobby dann noch zusammen los. Bobby erhält seine eigene Schaufel. Und Bobby bekommt auch Bücher geschenkt von Mr. Hamilton. Und ja. Als sie dann irgendwann mal am Strand unterwegs sind, treffen sie aber auf einen alten Arbeitskollegen einen alten Arbeitskollegen von Bobbys Mutter. Und der sagt Bobby, dass er schon von allen Leuten gesucht wird, wo er denn bitte schön war und dass er unbedingt zurückkehren soll. Daraufhin muss sich Bobby mal wieder auf die Flucht begeben. Ja, das ist das, worum es in dem Buch geht. Es passiert ziemlich, ziemlich viel, also dafür, dass es so ein dünnes Buch ist. Das, was ich erzählt habe, war jetzt auch nicht, naja, nicht mal der Hälfte, würde ich sagen. Also ich weiß gar nicht so genau. Aber es war wirklich sehr schön. Also ich kam sofort mit Bobby klar. Also ich habe Bobby direkt auf den ersten Seiten ins Herz geschlossen.
Das Buch strahlt einfach so viel Wärme aus, so viel Herzlichkeit. Und es ist einfach total berührend, fand ich zumindest. Es passiert, wie gesagt, eine Menge, aber Walker Hamilton hat es irgendwie geschafft, mit wenigen Sätzen trotzdem viel auszusagen, sodass es einem nicht irgendwie zu kurz vorkommt, das ganze Buch, sondern ja, man kann es eigentlich von vorne bis hinten genießen. Das fand ich wirklich sehr schön, muss ich sagen. Das Buch ist aus dem Ullstein Verlag, zumindest meine Ausgabe, und ist aus dem Jahre 1968 eigentlich. Also die englische Ausgabe, und meine Ausgabe, diese hier, ist von 1999. Und ja, war wirklich ein schönes Buch. Achso, der Originaltitel ist All the Little Animals. Das ist natürlich auch ein schöner Name. Gefällt mir sehr gut. Aber Mr. Summers und das Kaninchen gefällt mir eigentlich auch sehr gut als Titel, muss ich sagen. Es passt halt irgendwie. All the Little Animals ist auch ein schöner Titel, muss ich sagen. Das Buch hat insgesamt 121 Seiten. Es ist auch leider schon vorbei. Aber wie gesagt, es kommt einem nicht zu kurz vor, sondern es ist wirklich. Es ist ein aufregend, nein, nicht aufrührend, gibt es das Wort, ich weiß es nicht. Ein aufrührendes Buch, ich sage das jetzt einfach mal so. Es hinterlässt einfach ein total warmes Gefühl, wenn man es zu Ende gelesen hat. Also so ging es mir zumindest. Ich war ein bisschen traurig, dass es vorbei war. Aber das Hauptgefühl in mir war dann einfach nur Wärme. Wärme für Bobby und Wärme für Mr. Summers. Ja. Und ich denke, das ist ein gutes Zeichen. Also, ja. Meine Ausgabe hat 1 Euro gekostet, denn es war, wie gesagt, aus einer Krabbelkiste. Und wie viel es normalerweise gekostet hat, weiß ich gar nicht. 12 D-Mark 90. Ich bin mir sicher, das Buch gibt es mittlerweile auch zu einem Europreis. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich vermute mal. Weiß aber nicht, wie viel es kostet. Aber ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine Investition wert. Also, ich fand es wirklich sehr berührend. Mir hat es sehr gut gefallen. Und ich hätte auch mal wieder mehr Geld dafür ausgegeben. Ich habe irgendwie bei allen Büchern, die ich aus diesem Second-Hand-Laden kaufe, ich hatte noch nie einen Fehlkauf dabei. Also die Bücher, die haben mir bisher alle gefallen. Ich habe das jetzt das vierte Buch, was ich von dort habe. Und die anderen drei, die haben mir auch gefallen, ne? Da hatte ich nichts dran auszusetzen. Und so ist es bei Mr. Summers und das Kaninchen auch. Ich sollte vielleicht öfters dort reingehen. Also ich bin mir nicht sicher, aber irgendwie finde ich dort immer genau das Richtige für mich. Das ist sehr schön, oder? Also ich finde es sehr schön. Ja, ansonsten gibt es, glaube ich, gar nicht mehr viel zu sagen zu dem Buch. Also es war, wie gesagt, ich fand es sehr gut und kann es euch auch wärmstens ans Herz legen. Also es garantiert keinen Fehlkauf, wenn ihr dazu greift. So, meiner Meinung nach. Ich weiß ja nicht, vielleicht sieht es jemand anders. Ich bin mir nicht sicher. Ja, okay. Ja, da ich nichts weiter zu sagen habe, würde ich sagen, beende ich jetzt das Video. Ich hoffe, ihr guckt auch beim nächsten Mal wieder rein und bis dann.